Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Liebe Schwestern und Brüder, im Glauben, früh am Morgen, versammeln wir uns zum Rorate-Gottesdienst. Wir sollen wach dem Fest entgegengehen. Wir sollen uns aufmachen, diesen besonderen Weg durch den Advent auf das Weihnachtsfest hin auch bewusst zu gehen. Bewusst einen Weg gehen heißt, ihn zu planen und eigentlich sich bewusst zu werden, was wir erwarten. Wir erwarten eine Begegnung mit Christus, eine neue Begegnung mit Jesus, mit seinem Leben, mit seiner Menschwerdung, mit seinem Wirken mitten unter uns. Versammeln wir uns und besinnen wir uns, indem wir auf sein Wort hören und ihm begegnen dürfen im Zeichen der Eucharistie in Brot und Wein. Barmherzige Gott, erbarme sich unser, er vergebe uns Sünde und Schuld und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Die Kirche denkt heute an den großen Jesuitenmissionar Franz Xaver, der im 16. Jahrhundert als erster Missionar nach Indien aufgebrochen ist. Und so beten wir: Gott, du Heil aller Menschen, du hast durch das Wirken des heiligen Franz Xaver vielen Völkern den Weg zu dir gewiesen. Wecke in deinen Gläubigen den Sinn für die missionarische Arbeit und schenke ihnen Eifer für die Ausbreitung des Glaubens, damit die Kirche überall auf der Welt erstarke und wachse. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Bruder und Herrn, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und wirkt in Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Jesaja. An jenem Tag singt man in Juda dieses Lied. Wir haben eine befestigte Stadt. Zu unserem Schutz baute der Herr Mauern und Wälle. Öffnet die Tore, damit ein gerechtes Volk durch sie einzieht. Ein Volk, das dem Herrn die Treue bewahrt. Sein Sinn ist fest, du schenkst ihm Ruhe und Frieden, denn es verlässt sich auf dich.
Verlasst euch stets auf den Herrn, denn der Herr ist ein ewiger Fels. Er hat die Bewohner des hohen Berges hinabgestürzt, die hoch aufragende Stadt. Er hat sie zu Boden geworfen, in den Staub hat er sie gestoßen. Sie wird zermalmt von den Füßen der Armen, unter den Tritten der Schwachen. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Ad te levavi, anima mea, Deus meus, in te confio, non erubescam. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern nur wer den Willen meines Vaters im Himmel erfüllt. Wer diese meine Worte hört und danach handelt, ist wie ein kluger Mensch, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, als die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es nicht ein, denn es war auf Fels gebaut. Wer aber meine Worte hört und nicht danach handelt, ist wie ein unvernünftiger Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, als die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es ein und wurde völlig zerstört.
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, ein kleiner Impuls am Morgen früh zu diesen beiden Texten. Der Advent lebt von Verheißung und Jesaja ist der große Bote, der auf den Messias hinweist und uns mit wunderbaren Bildern sagt, was eigentlich wir an Weihnachten erwarten. Eine Erfahrung, ein Du Gottes, das uns Halt und Sicherheit gibt. Wir wissen im Moment, in diesen Tagen und in diesen Wochen, was wir alles tun müssen, um einigermaßen sicher zu sein, dass wir die Angst verlieren dürfen, einander zu begegnen, dass wir auch Geborgenheit nach Geborgenheit und Sehnen und durch die mangelnde Begegnung viel Geborgenheit auch vermissen. Was macht uns aber denn geborgen in dieser Welt? Es ist letztlich nicht nur das Dach über dem Kopf und die Mitmenschen, mit denen wir uns auf dem Weg wissen, sondern Geborgenheit ist viel mehr. Es ist eine Kraft der Seele in uns. Die beiden Texte heute zeigen uns das ganz tief. Jesaja, der ein Siegeslied über die Stadt, die Gott gebaut hat für uns Menschen, anstimmt. Er sagt, Gott hat uns eine Stadt gebaut mit Wellen, mit Sicherheit. Die Tore sind offen und es darf das Volk einziehen, das mit Gott verbunden ist und ihm die Treue hält. Das heißt, jedes Volk ist es, das am tiefsten als Volk, aber auch als einzelner Mensch Geborgenheit erfahren darf, geborgen sein in Gott. Von ihm her die Zusage haben, du bist in meinem Schutz, ich bin mit dir. Die Weltstadt, die groß hinauf wollte und ganz auch auf Macht und Gewalt gebaut war, und in der auch Korruption da ist und Menschliches, allzu Menschliches, die wird zerstört. Und Jesaja sagt sogar, von den Schwachen, von den Kranken zertrampelt. Nicht unsere Kraft, nicht unsere Macht ist es, die diese Stadt baut, sondern seine Gegenwart ist es, die Schutz und Halt gibt. Und im Neuen Testament dann, wo es um das Gebet geht, wo wir so oft sprechen, dein Wille geschehe, das nützt noch nichts und genügt noch nicht. Wir müssen diesen Willen auch tun. Wir sollen nicht plappern, wie die Heiden, die Worte machen, aber damit nichts bewirken. Und wer nach dem Evangelium, nach dem Evangelisten Matthäus, wirklich Halt hat im Leben, der hat sein Haus auf das Wort Gottes gebaut, sein Leben, der hat darin Halt gefunden. Und somit ist uns der Weg gewiesen, auch in diese Adventszeit hinein, dieses Wort Gottes tief zu bedenken, denn in ihm begegnet uns Jesus, den wir feiern und erwarten am Weihnachtsfest, der uns aber auch sendet in die Welt hinein, diese Botschaft zu künden, aber auch wiederum nicht nur mit Worten, sondern durch unser Leben, durch Tat und Einsatz. Franz Kaffeer hat diese Botschaft ernst genommen. Er hat Heimat verlassen, die Geborgenheit aufgegeben, ist aufgebrochen, um Menschen von dieser großen Gegenwart und Liebe Gottes zu künden und sie in diese Gottesstadt hineinzuführen, in die Gemeinschaft, in der Gott Halt gibt, in der Gott aber
sich auch sorgt um alle Menschen, auch um diejenigen, die sich nach Geborgenheit und Angenommensein sehnen. Nehmen wir diese Worte, diese tiefen Bilder mit in unsere heutige Adventsbetrachtung hinein. Gott, du Herr aller Völker, nimm die Gaben an, die wir dir am Gedenktag des heiligen Franz Xaver weihen. Er ist in die Länder des fernen Ostens gezogen, um vielen Menschen das Heil zu verkünden. Hilf, dass auch wir für das Evangelium Zeugnis ablegen und in der Gemeinschaft der Glaubenden zu dir gelangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und in den Heiligen deine Gnade zu rühmen.
Inmitten der Kirche berufst du Menschen, sich Christus zu weihen und mit ganzer Hingabe das Himmelreich zu suchen. In ihnen offenbarst du deinen Ratschluss, uns Menschen die ursprüngliche Heiligkeit neu zu schenken und uns schon jetzt mit Freude an den Gütern der kommenden Welt zu erfüllen. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen dich Himmel und Erde, Engel und Menschen und singen wie aus einem Munde das Lob deiner Herrlichkeit. Wir preisen dich, heiliger Vater, denn groß bist du und alle deine Werke künden deine Weisheit und Liebe. Den Menschen hast du nach deinem Bild geschaffen und ihm die Sorge für die ganze Welt anvertraut. Über alle Geschöpfe sollte er herrschen und allein dir, seinem Schöpfer, dienen. Im Gehorsam hat er deine Freundschaft verloren und ist der Macht des Todes verfallen. Da hast du ihn dennoch nicht verlassen, sondern voll Erbarmen allen geholfen, dich zu suchen und zu finden. Immer wieder hast du den Menschen deinen Bund angeboten und sie durch die Propheten gelehrt, das Heil zu erwarten. So sehr hast du die Welt geliebt, dass du deinen eingeborenen Sohn als Retter gesandt hast, nachdem die Fülle der Zeiten gekommen war. Er ist Mensch geworden durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Er hat wie wir als Mensch gelebt, in allem uns gleich, außer der Sünde. Den Armen verkündete er die Botschaft vom Heil, den Gefangenen Freiheit, den Trauernden Freude. Um deinen Ratschluss zu erfüllen, hat er sich dem Tod überliefert, durch seine Auferstehung den Tod bezwungen und das Leben neu geschaffen. Darum preisen wir dich, Gott, denn du bist heilig und groß, du bist der Quell allen Lebens und aller Heiligkeit. Wir bitten dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch,
dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereins mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Markus und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen, mit allen Frauen und Männern, die in deiner Kirche Amt und Verantwortung tragen. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm unsere Verstorbenen auf in dein Reich, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit auch uns ewiges Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln, mit dem heiligen Franz Xaver und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Vertrauensvoll beten wir, wie Jesus selber uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat seinen Aposteln Frieden geschenkt und auch uns diesen Frieden verheißen. So bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Pax vobiscum. Lamm Gottes, nimm weg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt,
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Der Leib Christi. Dominus, damit benignitate, et terra nostra habit. Lasset uns beten. Gütiger Gott,
das heilige Opfer deines Sohnes entzünde in uns die Glut der Liebe, die den heiligen Franz Xaver ergriffen hat, sodass er sich für das Heil der Seelen verzehrte. Gib, dass auch wir unserer Berufung entsprechen und einst den Lohn erhalten, der den Arbeitern in deinem Weinberg verheißen ist. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Noch ein Hinweis an Sie hier in der Kathedrale, aber vor allem auch an jene, die per Livestream mit uns verbunden sind. Wir übertragen den Orate-Gottesdienst jeden Morgen auch in die Schutzengelkapelle. Es gibt dort noch genug Plätze. Also auch drüben in der Schutzengelkapelle ein gemeinsames Feiern mit der Möglichkeit zur Kommunion. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Der Name des Herrn sei gepriesen. Von nun an bis in Ewigkeit. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Segne und begleite euch der dreieine Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen frohen und gesegneten Adventstag. Gehet im Frieden.